Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei unser Sammlerteam. Es ist wieder Ü-Ei-Zeit am Sonntag und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum neuesten Video. Heute dreht sich bei uns alles wieder um Harry Potter 2, die neue Quidditch-Kollektion. Wir hatten ja bereits einige Eier geöffnet, auch einen goldenen Harry Potter. Und wir haben auch die Varianten der beiden goldenen Harry Potter Figuren schon gezeigt. Heute dreht sich alles um das offizielle Diorama zur neuen Serie. Das ist in Buchform gestaltet, in Weiß-Gold, aber halt auch die typische und klassische rote Welle. Wir schauen uns heute also das offizielle Diorama zu Harry Potter an und es gibt noch eine besondere Überraschung für euch, nämlich morgen am 22.04.2024 erscheint mein neuestes Buch, vielleicht habt ihr schon den Countdown gesehen, auf www.stefan-jagusch.de, da läuft ja ein Countdown bis heute Nacht. Und tatsächlich ist es endlich mal wieder ein Ü-Ei-Buch. Und dieses heißt 30 Jahre mehr als ein Hobby. Das ist eine Biografie, aber auch über 30 Jahre Ü-Ei, die Sammlerszene, über wie man die Sammlung gestalten kann, ein Sammlerzimmer einrichtet. Auch ein großer Teil über Harry Potter und die Kinderjoy-Serien. Das Buch hat 356 Seiten und erscheint aber in zwei Versionen. Einmal nämlich in farbig mit farbigen Bildern, es sind weit mehr als 70 Bilder, für 29,99 € oder mit schwarz-weiß Bildern für 16,75 €. Beide Versionen habe ich euch unten verlinkt, gibt es aber ab morgen auch in jedem Buchhandel, bei Thalia, Hugendudel, Amazon, überall erhältlich. Wir schauen uns jetzt das neue Diorama zu Harry Potter 2 der Quidditch-Kollektion 2024 an. Viel Spaß, ihr Lieben! Thank you.
das Diorama ist wieder ganz, ganz toll gestaltet. Es sind Figuren und Spielzeuge enthalten. In Deutschland natürlich wieder kein Komplettsatz. In Polen war das im letzten Jahr ja anders. Es waren keine Spielzeuge, aber dafür alle Serienfiguren enthalten. Die wurden dann in so kleine Boxen gesteckt. Generell, wie in Polen üblich, da auch die Dioramen wesentlich hochwertiger verarbeitet. Schaut man sich zum Beispiel mal in Deutschland den Steg unter den Figuren an, so ist das eigentlich immer ein Problem, dass das irgendwann mal nachgibt oder abknickt. Schaut euch mal das Diorama in der Playliste von Wonka Natuns an. Da hat man in Polen einen richtigen Steg darunter, also wesentlich besser verarbeitet dort. Ob da noch ein Harry Potter Diorama kommt, das bleibt spannend. Natürlich werde ich es euch zeigen, falls es der Fall ist. Das deutsche Diorama aber auch diesmal wunderschön gestaltet. Hintergründe vermutlich aus dem Film, denke ich mal. Dazu dann eben die Figuren, die Spielzeuge und die ganzen Wappen und das Kinderjoy-Eye. Also wirklich ein kleines Highlight oder auch großes Highlight für Sammler und Harry Potter Fans. Das war's dann für heute wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo da und schreibt gerne einmal in die Kommentare, welche eure Lieblingsfigur der Harry Potter Serie ist. Nicht vergessen, ab morgen dann im Handel 30 Jahre mehr als ein Hobby. Ich kann euch versprechen, das ist ganz, ganz spannend. Ich habe das Buch insgesamt über 2 Jahre geschrieben. Zahlreiche Bilder, Tipps, Tricks, wie man Figuren unterbringen kann, etc. Aber auch Geschichten aus der Ü-Ei-Szene, auch Lesegeschichten, also Geschichten rund um unser Hobby. Ich kann es euch nur empfehlen, 30 Jahre mehr als ein Hobby, ab morgen erhältlich, überall im Buchhandel. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Restsonntag. Kommt gut in die neue Woche und wir sehen uns natürlich morgen hier wieder. Nämlich bei jeden Tag ein Ü-Ei. 366 Tage wollen wir den Weltrekord schaffen. Jeden Tag öffnen wir entweder ein Überraschungsei für Mädchen oder ein Kinderjoy-Ei und auch von Harry Potter. Also seid unbedingt dabei, wenn ihr große Harry Potter-Fans seid. Bis morgen dann. Alles, alles Liebe, euer Stefan von unser Sammlerteam. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.